Sieh, der Force Perspective ist ein bisschen weird, aber ist okay. Ich mag sowas gar nicht. Ich will mir vorschreiben, wo meine Perspektive ist. Ey, Digga, du kannst springen. Wieso springst du nicht über so einfache Sachen wie am Anfang diesen komischen Mini-Wasserfall? Oh, da ist noch jemand. Ah, oh, das, Off-Brand Pikachu. Oh. Die macht alles nervös, ist okay. Aber ernsthaft, ich glaube, bei irgendeiner Situation wäre ich halt auch eher einfach Panik schreien und irgendwo hinweglaufen. Ich will A drücken, drücke aber wahrscheinlich B. Ja, so viel gibt es eigentlich zu folgen. Es gibt bis jetzt nur eine Richtung, in die ich laufen kann. Also macht es das ziemlich obsolet. Ah, da ist das shiny Ding. Da kann ich aber dann wieder hoch und runter. Ja gut, dann muss ich ja. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, sitze ich fest. Das war's dann, vorbei. Bist an der Klippe gefallen, hast Pech gehabt. Muss jetzt da warten, 7 Tage noch, dass sich keiner findet. Da rennt noch einer. Oh, da ist noch ein Zombie. Ja, Zombie, ja genau. Teufel. Wie komme ich jetzt auf Zombie? Wenn schon, dann eher Vampir. Weil Blut und Sonne ist böse und so. Oh, der ist technisch gesehen ja tot. Also. Nope. Nein! Ich springe lieber, statt mich zu verteidigen. Es war ein bisschen spät mit der Verteidigung. Oh nein, ich hab ein S. Ich habe Belohnungsfeldrechte. Nein! Krieg ich, wenn ich S habe, Belohnungsfelder? Habe ich jetzt gerade nicht so. Oder war das einfach nur zufällig? Okay. Ah, und da ist das shiny Ding. Okay, ich gehe. Okay, das ist sogar der richtige Weg. Ich habe einfach den Weg da gesehen, aber es ist okay. Und hier kann ich dann alle Wege gehen. Die Steuerung bei der Karte ist ein bisschen weird. Ich kann hier noch einstellen. Hier gehen wir jetzt mal hier unten lang. Hier unten war noch irgendjemand. Guck, guck, ich habe dich gefunden. Du hast dich nicht gut versteckt. Ich werde hier sterben. Ich komme allein zurecht. Ist doch okay, oder? Oh. Hey. Ich habe alle 4 Leute gefunden. Ich glaube, die Lola hat Hunger. Die muss kurz warten. Ich okay, verstanden.
Ich mach mal kurz Pause. Ich muss mal kurz die Lola füttern. Und hier hoch war ich. Hier hoch, genau. Da hoch bin ich nicht gelaufen. Kono saki kara chi no nioi ga suru. Nan da? Nani ga okotte iru nda? Das ist sie. Das ist sugoi na. Sehr, sehr wenig sagende Mädchen. Oni to tatakatta no ni. Mückis da. Arigato. Taskatta yo. Ups. Nantomo fushigi na ko da na. Sie ist ja nicht sehr gesprächsbereit. Yes. Okay, dann habe ich hier erstmal alles. Dir geht's ja anscheinend gut, dir ist nicht so viel passiert. Dass ich die anderen halt auch hier finde, ist ja cool. Hier muss er dann irgendwo wieder nach oben gehen. Nach Norden. Ist ja da nicht direkt oben, weil er springt ja nirgends hoch. Kann ja nur manche Sachen hochspringen. Immer dann, wenn er hoch dranhängt. Dann kann er sich daran erinnern, dass er springen kann. Ein Schwert gefunden. Ja, oder er wurde halt verfrühstückt und konnte die nicht mehr mitnehmen. Hä? Müsste doch irgendwo. Ach, da. Oh. Ist ja da nicht mehr so viel. Dann haben wir es gleich. Für das Level. Erdbeben! Mit ihm will ich nicht sprechen, oder wie? Ach doch, ich kann ihn untersuchen. Oh, jetzt ist er nicht mal mehr lebend, okay. Dann kann ich ihn nicht ansprechen, das macht Sinn, ja. Es ist derjenige, der ohne Schwert. なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。Und das ist auch der letzte blaue Punkt. Ein Baum. Mhm. Mehr für Baum, das ist umgefallen. Jetzt kommt der Dicker. Der Dicke mit den vielen Händen. Kitsune-Kozu,
Dass das auch irgendwie keinen von den Lehrern interessiert, dass hier so ein Viech durch die Gegend rennt. Ja, der müsste auffallen. Nein, voll reingelaufen. Das war nicht gut. Komm, gleich hab ich ihn. Das bringt eigentlich gar nichts. Ich dachte, das wäre mehr so ein Flächenangriff. Das ist halt Fettsack. Oh nein, ja noch einen. Oder? Nee, es war's. Okay, ich glaube, der hat noch eine andere Form. Also eine Level-Up. Ja, da stimme ich dir echt zu. Und willkommen. Wie Sie sehen, wir sind doch relativ am Anfang. Kämpfen gegen Fettsack mit den vielen Händen. Aber immer auf den Kopf. Geheimwaffe. Kopfnuss. Ja, doch, er levelt noch mal ab. Ah nein! Und verteidigen habe ich aber auch nicht raus. Ah, nee. Das war gar nichts. Ich schneide den Schnippi ab. Schwanz oder was hinten an dir ranhängt, das ist keine Hand. Egal. Es wäre sehr lustig, wenn man denen halt wirklich so die Körperteile abtrennen könnte. Wenn man ein paar Mal irgendwo drauf haut, das einfach abfällt. Oh, was macht er jetzt? Spielt Bulldozer. Nein. Ich dachte schon, jetzt schlägt er mich nochmal. Ja,
Komm, gleich habe ich nicht mehr viel. Yes. Ich bin in einem roten Balken gelandet. Was passiert jetzt? Oh nein! Pax, was kann ich gar nicht. でも空中ではこの攻撃を合わせない。弾かれた。全集中。俺の呼吸。大丈夫だ。俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。 Nice, ich hab's so geschafft. Und sogar ein Nagel kriegt, hätte ich ihn nicht erwartet. Warum so kopflos? Guck nicht so traurig. Mit diesen komplett todestreuigen Weltenblick drauf. Kami-sama, douka. この人が今度生まれてくる時は鬼になんてなりませんように。 約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと、サギリ山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。 死ぬ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。お帰りなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は？ まずは、体腹を支給させていただきます。アインサマンだ。体の寸法を測り、その後は、階級を刻ませていただきます。階級は、キノエから水の戸まで、十段階ございます。今現在、皆様は、一番下の、水の戸でございます。刀は？本日、 刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、ich doch schon relativ schnell für so ein Schwert schmieden. 10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。 So gut. カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス。ist das schon Mobbing am Arbeitsplatz? Hier, der kriegt eine Krähe, der kriegt einen Spatz. どうでもいいんだよ、カラスなんて。
よ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ。この子から手を離せ。離さないなら、おる。なんだてめえら、やってみろ。てめえ。Hätte ihm doch mal den Arm gebrochen. Ich war nur so, um Dominanz zu zeigen. Sprechen die ihn halt einfach. Aber dafür ist er viel zu lieb. どう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。Ich frage mich, ob es wirklich einen Unterschied macht, was für einen Stein du nimmst. Weil am Ende färbt sich das Katana eh nach deiner Fähigkeit, die du nutzt. Soweit ich das verstanden habe. So, ka. Gonin mo ikinokotta no kai. Yushu da ne. Mata watashi no kodomo tachi ga fueta. Donna kenshi ni naru no kana? ようやく解放されたと思った。体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。ね、ねずこ。あれ、せつこ。うろこだきさ。ねずこ、zu cool für Türen。einfach eintreten。Okay, jede Menge Erinnerungen, die wir uns irgendwann mal angucken werden. Okay, und jetzt haben wir anscheinend noch Zwischenwege freigeschaltet, oder? Sieht so aus. Du kannst die Fortschritte bei Volumen zusammen. Leute, dass bereits jede Mission oder das noch auf dich warten. Wenn weder noch zu sehen sind, ist keine mehr vorhanden. Okay, also hier haben wir noch ein paar. Kapitel 2. Sumpfdämon ist jetzt freigeschaltet. Okay.